jetzt kommt unsere Euroman. Unsere Euroman fährt an sich sehr zuverlässig. Und hier kommt ein Problem, das bundesweit ist, wir haben zu wenig Lokführer. Ja. Woran das liegt, weißt du vielleicht auch besser. Arbeitsbedingungen, Bezahlung, Schichtbetrieb und so weiter. Der Lokführerberuf ist also nicht mehr so attraktiv. Wir haben das Problem, dass die Verkehrsunternehmen sich im Moment gegenseitig die Lokführer abwerben. Zum Teil mit hohen Prämien. Ich habe den, wo war das denn, gut, das war in Berlin, im Bahnhof, Zug steht da voll. Lokführer steigt aus, macht die Tür zu und geht. Kommt einer von der Bahn in der Gegend, sagt, der müsste jetzt aber da sein, so, und dann gesagt, nein, ich bin hier so und so viele Stunden unterwegs, das ist mir zu gefährlich, weil ich darf jetzt nicht mehr. Und es war kein anderer Lokführer da, Zug blieb stehen, alle raus, Zug fuhr nicht. Das ist die Konsequenz. Ja, man müsste arbeitsrechtlich auch hier die Lokführer schützen, denn das ist ja ein Wettbewerb, es sind ja unterschiedliche Verkehrsunternehmen auf dem Markt, die dann auch hintenrum das Personal also nicht so bezahlen und nicht so auslassen, wie wir das an Sozialdemokraten ganz gerne hätten. Und infolge von Corona habe ich auch gemerkt, dass junge Leute sich bei der Bahn oder so beworben haben. Auf einmal serienweise durch die Prüfung rasseln, weil die Bahn einen Deckel aufs Personal gesetzt hat. Und gesagt, wir nehmen keinen mehr. Genau die falsche Reaktion in der Situation auch. Zumal werden wir in die Bahn über den Bund auch jede Menge Geld wieder reingeschossen. Also, weil es ist ja nun mal immer noch DB AG im Tochterunternehmen. Ja, genau. Ja, und der andere Punkt, der vielleicht auch mal bei euch in Berlin anzuspringen, die Reinigung der Bahnhöfe. Da sind die Kunden also sehr unzufrieden. Die DB vergibt das oft gerne an Subunternehmen. Was man hier vermisst, sind so Leistungsberichte. Ich kenne das so von Hotels, du wahrscheinlich auch, dass also immer genau aufgeschrieben wird, wann wo gereinigt worden ist. Ja. Das ist wohl mal angefangen worden, aber es ist wieder weg. Also normalerweise müsste man irgendwo sichtbar für die Kunden ausweisen, für die Fahrgäste, wann das letzte Mal hier gereinigt worden ist. Also da ist ein enormer Nachholbedarf. Und da müsstet ihr auch mal in Berlin drauf achten. Die Dokumentation wann gereinigt hat. Ne? Das sieht hier gerade am Wochenende auch katastrophal aus. Vor allen Dingen nach den Fußballspielen, im Moment sind sie ja nicht, aber dann auch im Gleisbett. Liegen dann sehr viele Müllreste. Aber die Reinigung ist ein Problem. Also das müsste besser organisiert werden und auch zuverlässiger. Also das wäre was für die Bahn in Berlin. Ja, das ist immer bei diesem riesengroßen Organisation, da muss man ein Konzept her für alle Bahnhöfe, wie man das denn organisieren will. Aber es gibt einzelne kleine Instrumente, da kann man schon eine Menge mitnehmen. Ja, es ist ja ein Fortschritt, du hast das eben hier gesehen, da war ja eine Handynummer. Man kann also jetzt auch als Fahrgast die Nummer anrufen und mitteilen, dass der Bahnhof oder der Bahnsteig stark vermüllt ist. Also das geht. Wird das denn in Anspruch genommen? Weißt du was darüber? Ich habe es noch nicht nachgefragt. Müsste mal beim nächsten Mal nachhaken, wie oft angerufen wird und wie schnell reagiert wird. Gut.